Freie Universität Bozen. Die Bozener Hochschule hat ihren Dies Academicus gefeiert. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Professoren und Studierende geehrt, die sich um Forschung und Zusammenarbeit mit der Region verdient gemacht haben. Es werden auch die bedeutendsten Forschungsergebnisse vorgestellt. Festredner ist der Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel, der sich in seinem Heimatland Argentinien für Menschenrechte einsetzt und über das Thema der Wissenschaft im Dienste der Menschheit referiert. Gastgeber und Hausherr ist natürlich der Präsident der Freien Universität Bozen, Konrad Bergmeister. Die Mehrsprachigkeit, welche die Freie Universität Bozen ausmacht, ermöglicht es, einen interkulturellen Humanismus zu entwickeln, der die Grundlage für eine nachhaltige, friedliche und verantwortungsvolle Zukunft darstellt. Die Freie Universität Bozen versucht, drei wesentliche Ziele voranzutreiben. Erstens möchte sie in einigen spezifischen Themen entsprechende universitäre Kurse hin bis zum Doktorat anzubieten. Dann versucht sie, in gezielten Bereichen Forschung zu betreiben. Und ein ganz wesentliches Element ist die lebensbegleitende Fortbildung. Dazu haben wir ein Studium Generale entwickelt und dazu möchten wir auch gemeinsam mit den Nachbaruniversitäten in der Euregio ein breites Programm anbieten, damit die Universität gut im Territorium verankert ist und damit wir für die Personen ein Leben an Fortbildung bieten können. Höhepunkt des Dies Academicus 2014 ist natürlich die Rede des Friedensnobelpreisträgers Adolfo Pérez Esquivel. Darin hat er immer wieder auf die Bedeutung der Hochschulbildung für das Wohl der gesamten Gemeinschaft hingewiesen. Die Hochschule muss Wissen lehren, sie muss aber auch ein Gewissen bilden und Werte weitergeben. Das Wissen ist wichtig, noch wichtiger ist aber ein kritisches Bewusstsein. Denn das Wissen ohne Werte, ohne kritisches Bewusstsein und ohne Menschlichkeit bringt Wissenschaftler hervor, die dann schlussendlich Waffen produzieren und unseren Planeten, also das Leben, zerstören. Como también aquellos que imparten la enseñanza. Der Rektor der Freien Universität Bozen, Professor Walter Lorenz, hat dem zahlreichen Publikum die Professoren vorgestellt, welche im laufenden Semester zum ersten Mal an der Universität unterrichten. Federico Boffa, Rico Catomas, Matthias Goli, Andreas Hammel, Sven Helmer und Christian Lechner. Professor Diego Calvanese von der Fakultät für Informatik ist für die einflussreichste wissenschaftliche Arbeit in der Informatik der letzten 10 Jahre ausgezeichnet worden. Best Paper, während Forscherin Dr. Tania Mimo von der Fakultät für Naturwissenschaften und Techniken den Preis Best Funding erhalten hat, da sie im Biennium 2011-2012 die meisten Beiträge von außerhalb für die Forschung aufbringen konnte. Die Zukunft der Freien Universität Bozen hängt auch von diesen Höchstleistungen ab. Die Universität ist nicht nur der Ort, wo Forschung und Lehre betrieben wird. Die Universität ist auch jener Ort, wo Meinung gebildet wird, wo die Gesellschaft kritisch beobachtet und verfolgt wird. Und ich erwarte mir von einer Universität auch, dass Vorschläge und Anstöße kommen, damit unsere Gesellschaft weiterentwickelt werden kann zu einer freiheitsliebenden, aber auch solidarischen Gesellschaft. Die Vizepräsidentin der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Simona Kettmeier-Altichieri, hat hingegen den Designstudenten Gideon Breu und Hannes Hefner den Preis Students for Society übergeben. Den Förderern der Euregio-Universität ist die Auszeichnung Senator Honoris Causa überreicht worden. Und zwar an Professor Davide Bassi, Professor Innocenzo Cipolletta, Professorin Daria De Pretis, Professor Tilman Merck, Professor Luca Nogler, Professor Roland Psenner, Professor Johannes Michael Reiner und Professor Christian Schmeckal.